Ja, Pflanzenfasern. Ich pack das mal eben alles da rein, weil dann haben wir mal ein bisschen eine Übersicht. Dann können wir uns da jetzt gleich erstmal was. Hallo? Achso, ist schon voll die Kiste. Okay. So viele Äxte, wie wir hier haben. Das ist der Wahnsinn. So, ist ein bisschen sortierter. Das kann auch gleich in die Kiste. Ich will mal gucken, was hat denn hier Ansehen? Schläge 6%, Stiche 6%, Strahlung 4, Feuer 9, Wärmedämmung, ja, wasserdicht. Sagen wir hier, 6, 6. Okay, ich glaube, ich nehme den mit und ziehe den an. Den lasse ich drin. Hier ist das hoch. Hier ist das Wasser. Das können wir gleich mal kochen. Hier auch, ne? Trübes Wasser, genau. Können wir das hier beipacken? Ach so. Trübes Wasser, trübes Wasser, trübes Wasser. Okay, 15 können wir dafür nur stacken. Okay, den Rest lasse ich mal. Kann ich hiervon die Hälfte nehmen? Ja, zwei. Dann haben wir wenigstens ein Medipack mit. Und dann würde ich jetzt gerne. Warte mal, wir brauchen, glaube ich, Pflanzenfasern, ne? Ich hoffe, die kommen nicht rein hier. Aber ich würde gerne oben, in der oberen Etage, würde ich gerne das Lagerfeuer bauen, dass wir oben ein bisschen da immer die Ruhe haben für. Und wir können uns Kaffee brüten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Glaskrüge habe ich auch reingepackt, ne? Oder? Ne, haben wir noch. Aber der Kaffee ist unten. Okay, wir machen uns hier mal das Lagerfeuer hin. Sing das Lagerfeuerlied. Sing das Lagerfeuerlied. Ich baue mal hier mein Lagerfeuer. Können wir da den. Ach, den Kochtopf habe ich jetzt natürlich auch. Ah, ich bin so schlau. Ich habe den Kochtopf natürlich jetzt auch unten gelassen. Ah, warte mal. Wir haben mal eben den Kochtopf holen. Boah, wie viele Kochtöpfe wir haben. Ist ja krass. Es ist sehr still. Wo ist denn der? Hälfte nehmen. Ja, brauche ich. Einmal hier. Und Kaffee nehme ich natürlich. Warte mal, die Pistole könnte ich eigentlich mal mitnehmen, weil dann können wir die auch mal ausprobieren. Falls wir mal angegriffen werden. Weil ich glaube, mit der Pistole geht es, glaube ich, noch ein bisschen schneller. Aber macht natürlich auch eine Menge Krach. Und dann kann ich eigentlich die mal ausrüsten. Warte mal. Die nehme ich mal hier hin. So. Okay, 7 Patronen ist jetzt auch nicht so viel. Kann ich hier nachladen? Wie lade ich denn nach? Ach, okay, gar nicht wahrscheinlich. So, packe ich das mal. Packe ich das hier hin oder? Ich packe das mal hier hin. So, ich duck mich mal. Und jetzt stellen wir mal den Kochtopf da drauf. So. Und können jetzt das Wasser natürlich hier. Hier, trübes Wasser. Achso, wir müssen natürlich erstmal Feuer machen. So, warte mal. Sechs Minuten, 7 Minuten, 8 Minuten, 9 Minuten, 10 Minuten. Machen wir mal so 20 Minuten. Ich glaube, das dürfte dann reichen. Bisschen verteilen, so. Ja, das dürfte reichen. So. Dann kochen wir mal ein bisschen das Wasser. Boah, voll geil. Kann man die Yucca-Pflanze eigentlich auch irgendwie braten? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Würde ja, glaube ich, jetzt hier drin stehen. Boah, da gibt es noch so viele Sachen. So, da haben wir schon mal Wasser. Das ist super. So. Und Kaffee können wir machen. Ich mache mal auch nochmal direkt Kaffee, weil da kriegen wir, glaube ich, Ausdauer. So. Wo ist denn. Ach so, mit Wasser. Ach so, da brauchen wir Wasser und Kaffee. Ach so. Dafür brauchen wir dann das Wasser. Ah ja. Interessant. Flasche Wasser. Machen wir nochmal einen Kaffee. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen. Gut, das Wasser ist am Kochen. Gut, dann können wir das hier hinpacken.
ich mal hier hin. Und hier hin. So. Kaffee kocht. Können wir nochmal einen machen, ne? Komm, komm. Weil wir schon einmal dabei sind. So. Das dahin, das dahin. So. Okay, das kocht jetzt. Das ist super. Das war übrigens mein Magen, wenn man es gehört hat. Ich weiß es nicht. So. Ich habe jetzt gerade, glaube ich, keine Lust, großartig rauszugehen, weil wir haben es ja jetzt gleich 12 Uhr nachts und da kann man hier ganz gemütlich... Achso, ich wollte das Sweatshirt mal anziehen, ne? Probieren wir mal an. Ja, ist aber wenigstens nicht mehr so nackt. Das finde ich ganz cool. So, Nahrung. Ja, wir sollten irgendwie gleich mal nochmal hier so ein bisschen Yucca essen. Können wir mal eben machen währenddessen. Weil dann füllt sich die Nahrung auch wieder auf. Ja, so. Spiel speichert, finde ich super. Natürlich haben wir jetzt natürlich hier in dem Gebiet keine Pflanzen, also keine Kakteen, die wir farmen können. Aber wir können ja immer noch zurückgehen, so ist es nicht. Wir wissen ja den Weg und so weit ist es auch nicht weg gewesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Denn, das ist ein Katzensprung. Da gehen wir dann an einem Tag hin, können da wieder übernachten und können dann wieder zurück nach hier hin. Zu unserer neuen Behausung. Ich finde die Behausung hier voll geil, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ich finde die mega. So, trinken wir nochmal einen Schluck. So, 100. Boah, geil. Finde ich voll geil. Finde ich mega. So, Kaffee haben wir jetzt auch. Und wir können... Achso, Wasser sollten wir mal machen. So, geil. Das läuft bei uns, muss ich sagen. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Es läuft. So, Holz werde ich mal eben stacken. So. Stein. Wir können auch so langsam mal Stein bisschen machen. So. Wie cool, dass wir auch die Kochtöpfe gefunden haben. Weil ich kann mich noch ganz genau daran entsinnen, wie ich das Spiel am Anfang angefangen habe. Das war so... Oh, da musst du entweder einen Kochtopf oder ein Gitter oder ein Grillrost oder tralala. Es war ein bisschen nervig. So. Das sieht gut aus. Äxte haben wir auch genug. Was machen wir als nächstes? Bin überlegen. Achso, wir müssen unsere Hütte hier ausbauen, ne? Wenn wir schon einmal dabei sind. Okay, das kocht jetzt. Das ist kein Problem. Ich höre auch gerade keinen. Ich versuche mal... Oh, hier ist noch Müll. Ist gerade ein bisschen dunkel, ich weiß. Was haben wir hier? Papier. Nehmen wir mal mit. Können wir bestimmt für irgendwas gut gebrauchen. Okay, hier ist irgendwie nichts. Das Feuer wärmt dich. Ja, ich weiß. Hütte ausbauen, ne? Hier oben, glaube ich, brauche ich die Fenster nicht zumachen, weil wir oben sind. Das lasse ich noch zu. Ich weiß gar nicht mehr, wo ging es denn nochmal raus? Vor allem auch geil, auf dem Teppichboden erstmal ein Lagerfeuer machen. Finde ich super. Macht Sinn. Als ob die Bude auch nicht abbrennt. Achso, wir sollten vielleicht weiteres Wasser nachfüllen, weil es geht ja immer so schnell. So. Dann können wir nochmal nach unten gehen. Vielleicht nochmal ein paar Fenster zunageln. Wenn wir, ich weiß gar nicht, haben wir die eigentlich schon? Ich glaube, wir haben die alle, ne, oder? Irgendwo hört man andere Zombies, irgendwo was eintreten. Ich hoffe, das ist nicht bei uns. So, das haben wir zu. Hier können wir noch ein bisschen zubauen. Warte mal. Wenn wir schon dabei sind. Ja, das ist mein Magen, ich weiß. Weil die sollen ja auch sehr intelligent sein, die Zombies, obwohl sie manchmal ein bisschen neben der Spur sind, sollen die wohl auch Geräusche wahrnehmen und so. Und, und die Alter, hier geht's noch in den Keller? Okay, krass. Ein einsames Klo im Keller. Ist super. Finde ich mega. Ja,
erstmal reingreifen. Und wir finden trübes Wasser. Ist super. Okay, die Tür ist zugesperrt. Ist, ich weiß nicht, was dahinter ist. Hier ist Müll am Liegen. Warte mal, können wir da durch? Ich höre einen. Das ist ein Hund. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Das waren. Ich hoffe, der spawnt nicht hier. Oh Gott. Nein, die haben uns gespürt. Scheiße, die kommen jetzt hier rein. Ich glaube, die kommen jetzt hier rein. Das wäre natürlich nicht sehr toll, wenn jetzt hier reinkommen würden. Weil gerade jetzt, wo wir so gut im Fluss sind, muss ich ganz ehrlich gestehen, wäre es sehr, sehr schade, jetzt abzunippeln und zu sterben. Und wir sind immer noch gespürt. Oh, komm. Ernsthaft? Ich kletter mal ganz nach oben, vielleicht. Na, geh doch. Hallo. Wie können wir denn noch gespürt sein, wenn wir... Versteckt. Aha, jetzt. Ich hoffe, die sind nicht in der Bude drin. Kann ich noch eine Fackel herstellen? Ja, kann ich noch. Ich würde gerne hier oben nochmal eine hinmachen. So ein bisschen. Damit wir hier oben so ein klein wenig Licht haben. Wow. Okay, ich erstelle nochmal zwei Fackeln. Ich glaube, sie sind unten bei uns schon in der Bude drin. Bin mir aber nicht ganz sicher. Es hörte sich zumindest danach an. Das wäre natürlich jetzt echt dämlich. So. Aber wir haben ja eine Pistole, ne? Aber wir würden ja die anderen auch damit anlocken. Und die sind relativ schnell. Jetzt ist es Nacht. Ich versuche mal hier oben zu bleiben. Aber ich möchte gerne, glaube ich, erst das Holz... den Kamin, wollte ich schon sagen. Unser Lagerfeuer ausmachen. Haben wir Wasser? Haben wir? Haben wir. Sehr schön. So, Kaffee auch. Das heißt, ich mache das Lagerfeuer aus. Und nehme auch den Kochtopf mit, weil ich weiß, wenn die das kaputt trampeln oder kaputt prügeln, ist der Kochtopf weg. Das habe ich schon mal erlebt. Geil wäre, wenn man hier durch den Kamin jetzt irgendwie abhauen könnte. Das geht bestimmt nicht, ne, oder? Ja, nee, das lasse ich mal. Ja gut, dann müssen wir... Pappkarton, was ist da drin? Papier und ein großer Knochen. Super. Okay, das heißt, wir müssen hier ein bisschen ausharren. In der Hoffnung, dass sie verschwinden, weil wir haben noch 3 Uhr. Weil ich will ungern runtergehen. Wirklich ungern. Weil ich habe Angst, dass sie uns dann alles hier zertrümmern. Wir können mal aus dem Fenster gucken. Okay, wie sie sehen sie nichts. Und weil sie nichts sehen, sehen sie morgen. Okay. Da sehe ich jetzt niemanden. Die können auch woanders sein. Also zumindest woanders irgendwo was einprügeln. Die Frage ist natürlich nur, wo. Weil es wäre echt schade, jetzt hier zu sterben. Ganz ehrlich. Aber wir sind so gut drauf. Hallo. Kissen werden nicht attackiert. Die wollen nur Fleisch halt. Achso. Ja, aber ich habe schon erlebt, die haben mir mein Lagerfeuer zerstört und dann war auf einmal komischerweise mein Kochtopf weg. Kann auch ein Bug gewesen sein, ich bin mir da nicht sicher. Achso, hier war es ja zu, ne? Ich muss ja außen rumgehen. Ich habe das ja extra zugelassen. Geil, wenn man noch so schlafen könnte, wie bei Minecraft. Apropos Minecraft, ich wollte Minecraft mal wieder gezeigt haben im Stream, weil da gibt es so einen schönen Spielmodus jetzt. So einen Multiplayer-Modus, voll geil. Wo man andere so in die Lava schmeißen muss. Habe ich angespielt, ist total lustig. Aber pennen wie bei Minecraft wäre geil, damit man so die Nacht überleben könnte mal. So für zwischendurch. Weil man muss ja nicht unbedingt immer die siebte Nacht irgendwie
schlafen, aber die siebte Nacht bleibt einfach so, die musst du nicht schlafen oder die kannst du nicht schlafen. Aber die anderen Nächte wären cool, wenn du mal so irgendwas überbrücken willst. Okay, hier ist alles noch zu. Also haben sie hier nichts eingetreten. Das ist schon mal super. Haben wir die Schränke schon durchsucht? Nein, haben wir noch nicht. Okay, da ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Verdammt. Ja, ich hatte die siebte Nacht und dann auf einmal alles kaputt zerstört. Alles, alles. Der Kochtopf war weg, Lagerfeuer war weg, Kiste war weg mit allen Loot-Items. War komplett, alles war weg. Haben alles kaputt zerdeppert. Das war so mies. Deswegen, ich traue dem Spiel keinen Meter mehr. Deswegen bin ich da eher vorsichtiger, was das angeht. Auch wenn wir jetzt gerade hier so ein bisschen abhimmeln. Oh, Entschuldigung. Ich meine, rumlungern hier im Haus. Jetzt hätte ich zum Beispiel schon einen Twitch, einen YouTube-Strike kassiert. Weil laut der neuen Regel bei YouTube darf man ja sowas nicht mehr sagen dann. So, kann man denn die Tür öffnen, wenn die gesperrt ist? Nein, man muss die... Ah, fuck, wenn man die einmal so verbaut hat, kriegt man die nicht mehr offen. Okay. Ich glaube, ich werde durch den Keller rausgehen. Was hatten wir denn vorgehabt? Ich weiß gar nicht mehr. Was wollten wir denn machen? Wollten wir... Oh, warte mal. Ist das... Ach, das ist Blei, ne? Ich dachte, das wäre irgendwie ein Rezept zum Lesen. Was wollten wir denn... Achso, wir wollten unsere Hütte ausbauen. Stimmt, da war ja was. Wir wollten die ja ein bisschen geschmeidiger machen. Ich weiß gar nicht, so spannend, aber ja gut. So. Die Frage ist, wo kommen wir hier hin? Kommen wir durch den Keller hier raus, nach draußen? Ich probiere es jetzt mal. Das kann ein bisschen dauern. Und macht überhaupt keinen Krach. Wir haben ja schon 5 Uhr. Naja. Ein Bauarbeiterhelm wäre von Vorteil, weil du brauchst keinen Fackel mehr, wenn du das unendlich Lichtgut haben. Ja, Bauarbeiterhelm hatte ich schon mal im Multiplayer. Alter, was? Ein Tresor. Eine Matratze. Im Tresor sind da, glaube ich, auch Klamotten, ne? Aber den muss man... Aber den muss man, glaube ich... Aber den muss man, glaube ich, kaputt zertrümmern. Mir gefällt es nicht, dass eine Leiche uns im Keller liegt. Ah, und hier ist die Treppe. Okay. Okay, ich lasse ihn mal da liegen. Mist, wir kommen also hier nicht durch den Keller nach draußen. Ich dachte, man kommt hier irgendwie nach draußen. Verdammt. Das heißt, wir müssen doch eine Tür nochmal zerstören. Ich baue nochmal vorsichtshalber nochmal so eine Holztür. Dann können wir die nämlich da einsetzen und dann lassen wir die einfach ganz normal als Holz. Eine Eisentür wäre ganz geil. Dazu brauchen wir aber Eisen, glaube ich, ne? Gebäude, Holzklappe. Ja, Holzklotz, dödödö, Lagerfeuer, Schlafsack. Beton, altes Bett, aha. Wenn du es platzierst, kannst du dort wieder erscheinen. Ah, cool. Da brauchen wir Stopffetzen, Baumwolle... Ah, Schraubenfeder, ein kurzes Eisenrohr, super. Habe ich alles nicht, zumindest noch nicht. Okay, es wird 6 Uhr. Ich glaube, ich gehe hinten raus. Ist, glaube ich, am besten. Verdammt. Ach, kann man die... Ach, man kann die aufmachen. Ach, geil. Muss man nur gedrückt halten, ist okay. So, ich würde gerne... Okay, wir haben 6 Uhr jetzt. Eisen gerne finden. Ich hätte gern Eisen. Kriegen wir hier Eisen raus? Das würde mich jetzt mal brennend interessieren. Ich meine, ich sitze ja mit meinem fetten Arsch davor. Ich kann das gar nicht sehen. Ich muss mal eben kurz weggehen, ob das Eisen gibt. Ich hoffe. Taucht jetzt hier auf. Hier jetzt gleich mit meinem grünen Finger. Meinen 3D-Finger. Ja, wenn meine Axt nicht kaputt gehen würde. Ja, kriegen wir Eisen. Sehr geil. So, ein bisschen Eisenfarm. Ich hoffe, wir finden noch... Was ist denn hier in der Garage? Kriegt man das Garagentor auf? Nein.
Ist da... Da ist ein Reifen am Liegen. Da ist eine Kiste. Das Geile ist, wir haben hier so ein Loot-Vorhaben an Häusern. Wir können hier so... Verdammt. Wir haben so viele Häuser hier, ist immer noch zu. Wir können die ganzen Häuser so ablooten. Das ist der Wahnsinn. So. Was haben wir hier drin? In der Kühlbox. Toll, hat sich ja mal voll gelohnt. Sporttasche. Langen Schrotflintenlauf, Pistolengriff, leere Dose und Lederstiefel. Ich lasse die Sachen mal da drin. Ist ja nicht so weit weg von uns. Da ist noch ein alter Gummireifen. Da ist ein groß... Hallo, Spiel? Da ist... Unsere Hütte ist da, ne? Genau. Hier ist auch nochmal eine Hütte. Kommen wir hier rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. So. Ich weiß, macht eine Menge Krach. Aber wir müssen ja hier rein. So, eine Tasche durchsuchen. Alter, ein Jagdgewehr. Ich werd bekloppt. Schrot finden. Knüppel. Braunes Sweatshirt. Ja, wir haben ja sowieso ein Sweatshirt an. Ah, hier ist die Treppe. Ich bin gespannt, was wir alles finden. Ich lasse mich echt überraschen. Okay, leere Dose. Brauchen wir gerade nicht. So. Okay, da ist auch nichts drin. Boah, ist ja richtig spannend hier. Die haben alles schon ausgeplündert. Okay, auch nichts. Wow, ist ja ein Traum, was wir hier finden. Ist ja ein mega Traum. Hier würden wir Stofffetzen kriegen. Ich weiß gar nicht, kriegen wir bei dem Bett auch noch was? Wahrscheinlich Metall, ne? Ich habe einen Fernseher aufgenommen. In zwei Teile. Kann ich den wegwerfen? Warte mal, Hilfe nehmen. Alles nehmen. Auswählen. Kann ich das irgendwie fallen lassen? Ja, brauche ich nicht. Wer braucht schon einen Fernseher? Haben wir nicht gerade noch von gesprochen? Alter, geil. Eine Hose. Wir haben eine Hose gefunden und einen Plan. Alter, das... Okay, ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. So, warte mal. Aber dann kann ich meine Dehydrierung... Okay, doch, ich habe ja das Halstuch noch. Wie geht denn... Wie mache ich denn Licht aus und an? Achso, okay. Geil. Wir haben eine Lampe. Dauerhaft Licht, wie geil. Okay, hier haben wir jetzt Stofffetzen gekriegt und Eisen. Eisen bekommst du von dem mittleren Stein. Ja, am schnellsten, ja. Das habe ich schon gesehen, diese kleinen Steinchen da. Da gehen wir gleich mal kurz draußen gucken. Boah, geil, mit dem Licht ist ja mega. So. Ja, und für dich auf YouTube, wie gesagt, ich weiß gar nicht, welche Folge das wird. Ich, keine Ahnung, ich nehme jetzt schon fast 2 Stunden auf. Ich weiß nicht genau, welche Folge das ist. Und ich muss die anderen Folgen ja auch noch rendern und schneiden und tralala. So. Dogcraft 12, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live, schon zum Live-Let's Play von 7 Days to Die. So, hier kommen wir nicht rein. Ich lasse die Tür auch mal zu. Nein, was mache ich denn?